einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Hallo Juna. Zum neuen Odinwar Shoppen. Ich habe gerade das Windel-Video gemacht. Also Odin freut sich wegen dem Kundensupport. Link packe ich euch in die Videobeschreibung oder hier oben auch in die Infocard. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich habe eingekauft. Ich habe bei Windeln im Karton wieder eingekauft. Da habe ich einmal eine Packung Schwimmwindeln gekauft. Da sind 13 Stück drin, 4 bis 9 Kilo, weil wir fahren ja jetzt in Urlaub mit Dagon. Frauchen, ich, beide Kinder, Dagon, Baumarkt und Kinder. Erstmal Grüße an Dagon und Baumarkt. Und die Kids natürlich. Und wir dürfen, wie oft dürfen wir mit der Kleinen in die Bade, zum Baden gehen, wegen Chlorwasser und so? Einmal am Tag? Ja, oder zweimal, aber nicht für lange. Ein bis zweimal am Tag. Da wir eine Woche weg sind, wären das bei zweimal 14 Mal. Wird voll sein, werden wir nicht oft machen. Aber selbst wenn wir nur einmal gehen, haben wir hier ein Paket mit 13 Windeln. Oder? Nee, doch 13 Stück. Also rein theoretisch könnten wir fast zweimal am Tag baden gehen. Kleiner gab es die nicht, aber 13 ist eine, dachte ich, ist okay. Und weiß ich jetzt nicht, was ich bezahlt habe, Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann habe ich einmal, und hier ist der zweite, ist genau das gleiche drin. Achso, das werde ich mal so machen. Und zwar sind die Binden, nee. Slip-Einlagen. Slip-Einlagen habe ich da bestellt. Die sind dann hier so im Karton drin. So, sieht man das? Was habe ich bezahlt? Weißt du es noch? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube 3 Euro oder 6 Euro oder keine Ahnung. Und die sind dann halt so drin. Und so sehen die dann aus. Und die haben auch hinten so ein Klebeding, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die sind halt für meine Tochter. Da ist eine Masche hinten für, die zieht man ab und dann klebt man seinen Slip rein. Also die kleben auch, oder was? Alle kleben, immer. Ach, alle kleben, also binden, wie heißen die Dinger nochmal? Slip-Einlagen. Binden sind die dickeren. Mhm. Und die brauchst du aber noch nicht, die brauchst du später erst. Gut. Also das sind Slip-Einlagen. Ja, die will ich küssen. Wie ein Knutti-Fisch. Ja. Eine Scheibe. Ja. Und für die Große ist kein Problem. Für die Große. Und Frauchen sagt gerade, alle Slip-Einlagen, ich verwechsel die immer wieder. Alle davon sind irgendwie klebend, irgendwie ist wohl Standard so oder so. Ja, sonst verrutschen die. Und da habe ich dann gedacht, erstmal um auf das Geld zu kommen, damit ich gratis Versand habe. Und weil wir die ja sowieso immer brauchen, also ich nicht, aber meine Tochter. Und da habe ich gedacht, da holst du gleich halt ein Packen. Da kann das auch mal sein, dass hier so der Klebeteil einzeln drin ist und dass hier irgendwo eine ohne Klebeteil ist. Aber bei der Masse und bei dem Preis kann man da nichts verkehrt machen, bin ich immer der Meinung. So. Die werden auch nicht schlecht. Was? Die werden auch nicht schlecht, fressen kein Brot. Dann war gratis so ein Rad- und Wandertour-Ding mit bei. Weil ich halt, habe ich beim letzten Mal bestellen gesagt, hier in den Warenkorb packen. Gratis irgendwie, keine Ahnung. Und da ist der halt dann mit bei. So, dann. Oh Gott. Oh. Zwei von diesen, ich hebe aber jetzt nur einen Karton hoch. Da sind. Wartet mal. Oh. Achso, müssen wir so drehen. So. Mini 3, 150 Stück. Kann man das sehen? Also Windeln in der Größe Mini 3. Also Mini, Größe 3. 150 Stück. Das sind so wie die hier. Außer, dass da keine 3, sondern eine 2 steht. Und ein anderes Bild ist, glaube ich, drauf, wa? Ja, musst du auch. Ne, wieso? Ich muss eh nachfüllen. Ach, du musst eh nachfüllen? Ja. Frau sagt, ich kann aufmachen, sie muss eh nachfüllen. Machen wir hier oben auf. Ihr braucht doch keine Angst haben, dass er da irgendwann großartig kaputt schnell. Ach, diesmal sind sie braun. Also ist immer was anderes. So. Und diesmal ist ein Bärchen drauf, Hasi. Süß.
Ist ja süß. Also die sind echt süß diesmal. Bei den anderen war irgendwie so Spielzeug drauf. Also, ja. Also bei der Größe 3, die wir davor hatten, da war Spielzeug drauf. Ein Ball, Luftballon, Würfel, Teddybär. Auto. Auf denen war ein Auto drauf. Und diesmal, also da ist immer was anderes drauf. Und diesmal haben wir halt jetzt hier, sieht man das? So Bärchen mit Luftballon und so. Und auch hier ist wieder Stoff und innen drin und nicht dieses blaue Zeug. Wenn ihr euch fragt, warum ich das gerade erwähne, guckt einfach das Video, was ich euch in die Videobeschreibung mache. Und hier sind die Laschen. Die hat man dann auch so ein bisschen blau, dass man sie halt besser sieht. Finde ich sehr gut. Bei dem anderen waren sie weiß hier. Willst du mal gucken? Ja, ah, ja, doch. Die sind gut. Die sind so wie die anderen. So wie die anderen bloß. Und auch, und nicht, merkst du, wenn du anfasst, dass die nicht so gummiert sind? Ja, die sind nicht, die haben nicht dieses Plastik. Diese Plastik, dass sie sich anfassen wie Kerzenwachs oder so. Ja. Und innen drin auch nicht. So, können wir die wegpacken, können wir für die, und hier sind halt 150 Stück drin, können wir die für die Kleine wieder nachfüllen. Link packe ich euch in die Videobeschreibung, Hashtag no Werbung, ich kriege dafür kein Geld oder irgendwas, ich kaufe die wirklich selber. Und ich habe diesmal wirklich viel gekauft, ich habe zweimal 150 Windeln bestellt, mit immer 150 kommen wir etwa einen Monat, wa? Ne, 300. Mit 300 für einen Monat? Nein. Nein, guck mal, wann ich das letzte Mal bestellt habe. Ja, weil ich nachts nicht mehr die Windel wechsle. Achso, ja, wir sparen jetzt halt nachts wechseln, weil sie ja eigentlich nur einmal wechselt. Also eigentlich, ja, kommt drauf an. Und dann die ganze Nacht quasi ohne Windelwechsel wegen Wachwerden. Also die ganze Nacht eh und dieselbe Windel an wegen Wachwerden, weil wir können bei unserer nicht halt wechseln, weil dann ist die wach. Und wenn sie wach ist, ist sie richtig wach und dann kriegst du sie nicht mehr zum Schlafen. Und jedenfalls habe ich dann halt das zweimal bestellt, also insgesamt 300 Windeln, 800... Nee, hier steht da so ja drauf. Sehe ich gerade. Hier steht eBay drauf, aber ich habe sie direkt über die Webseite bestellt. Also nicht wundern. Ja, also ich habe direkt über Windeln im Karton bestellt. Achso, steht hier oben auch Windeln im Karton. Slip-Einlagen. Lose Ware. Und steht halt eine lange Nummer. Achso, 380 Stück. Also da sind 380 Stück drin. Und hier... Also nicht, dass er denkt, für alle, hier nochmal 380 Stück. Also haben wir 600, 700, 760 Slip-Einlagen. Also das sollte für ein Jahr reichen, oder? Je nachdem. Ja, also brauche ich dieses Jahr keine mehr kaufen. 6 Euro oder so habe ich bezahlt für das Paket. Ich weiß es nicht mehr. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. So, dann kommen wir mal zu den nächsten Sachen. Dann habe ich bestellt bei Amazon, weil ja jetzt wieder Sommer wird und wegen Kälte und weil man will ja kalte Getränke trinken, habe ich hier so ein Eiszeug bestellt, also so Würfel, Eiswürfel. Ja? Aber das Geile hier dran ist, da ist eine Klappe oben drauf, dass sie nicht auslaufen und die sind Gummi, also die sind Gummi. Ja, also kann man knicken, wie man will. Und wenn die Eiswürfel gefroren sind, kann man hier rin drücken und dann kommen die halt raus. Also, oder man macht so. Und ist halt besser als eine also diese Plastetüten. Erstmal verschwendet man kein Plaste. Zweitens muss man die aufreißen und rausploppen. Und mir ploppen sie immer quer durch die Küche, aber nicht ins Glas oder so. Und hier kann ich dann halt rausmachen und hab halt auch einen Deckel. Ja. Was ist denn los? Ich bin hungrig. Hungrig. Und da habe ich halt zwei, einmal blau und einmal grün. Was habe ich bezahlt? Gehst du hoch oder was? Ja. Ach, Flasche machen. Okay, was habe ich bezahlt? Kommst du denn wieder runter? Ja. Mit Flasche oder ohne? Ohne. Komm mit Flasche. Das hier oben. Achso, habe ich bezahlt, glaube ich, 10 Euro. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. So, dann habe ich geholt ein Xylophon. Ich weiß, die Kleine ist noch nicht so weit und so, aber ist ja nicht nur für die Kleine, ist ja auch für Papa. So. Ist auch aus Holz und bunt. Und hier sind die Bienen. Wartet. So. Und dann kann sie dann halt selber auch rumklimpern. Geräusche machen, laut sein. Finden Babys immer toll. Und ich habe gedacht,
ist vielleicht ganz angenehm. Für die Kleine kann sie ein bisschen Lärm machen, ein bisschen tasten und ja, habe ich dann halt so ein Xylophon bestellt. So, ich weiß nicht, ich habe glaube 10 Euro dafür bezahlt. Ich habe das nicht direkt im Kopf. Dann habe ich hier sowas bestellt. Das sind Skingmotten. Also das Holz. Ja? Und da sind jetzt 48 Stück oder so drin. Und da habe ich dann halt für mich, für Tochter und wenn noch was übrig bleibt für meine Mutter und so, habe ich 10 Euro bezahlt oder so für 48 Stück. Und da habe ich gedacht, bei dem Preis kannst du nichts verkehrt machen. Und wenn nach einer Weile wirkt das wohl nicht mehr, habe ich gelesen. Die macht man dann mit dem Loch so auf den Bügel einfach rauf, einfach drin machen. Und wenn es nicht mehr wirkt, einfach mit ein bisschen Schleifpapier anschleifen und dann soll es wieder weiter funktionieren. Mal gucken. So, haben wir das. So, und dann habe ich hier noch was. Da habe ich einen Code bekommen von der Firma. Die haben mir gefragt, ob ich das mal zeigen will. Da wird auch ein extra Unboxing geben. Und Hardware-Check werde ich dann machen, wenn ich sie neu getestet habe. Also da habe ich einen Code gekriegt, dass ich bei Amazon nur 2 Euro dafür bezahlen muss. Weil die Firma kommt nicht aus Deutschland und so schickt das über Amazon. Aber egal. Aber dafür darf ich halt keine Amazon-Bewertung schreiben. So, ich will es nur kurz erwähnt haben, weil ich habe ja wenigstens 2 Euro dafür bezahlt. Aber ich werde mal sicherheitshalber, wenn ich das hier euch zeige, Werbung einblenden. Wollte es euch nur am Rande erwähnen. Ist ein Haarschneider und ich fand das Design irgendwie ganz cool und habe gedacht, ja klar, machst du mal mit und für den Kopf. Dann kann ich auf meinem Bartschneider die Plaste drauf lassen, musste dann nicht immer abmachen und ranmachen und braucht da keine Angst haben, dass er kaputt bricht, wie bei dem Bartschneider davor. Den habe ich ja auch für den Kopf genommen und jetzt habe ich einen reinen Haarschneider und den kann ich jetzt für den Kopf nehmen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er laut ist oder nicht laut ist und ja, werden wir ja sehen. So. Das war's. Mehr habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ich spare ja gerade. Habe diesen Monat ein bisschen weggepackt. Nächsten Monat will ich ein bisschen wegpacken. Und ich spare jetzt gerade auf dem... Ach nee, doch, habe ich noch eins. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video gezeigt habe. Für Autolack. Was habe ich gesagt? 6 Euro oder 9 Euro? Ich weiß es gar nicht genau. Ist auch so eine Packung mit bei. Ist wie so Knete. Ja, und dann soll man Autolack reparieren, also nicht reparieren, aber Schmutz, hartnäckigen Schmutz, wo man ewig weit schrubben müsste, um das abzukriegen, soll mit hiermit wohl viel besser abgehen. Ein bisschen Lauge, also ein bisschen Wasser mit Spüli, das dann ruf gemacht oder hier ruf und dann lang gemacht und dann sollte es wohl gehen. Ich habe es noch nicht testen können, kommt erst noch. So, wie gesagt, jetzt habe ich soweit da nichts bestellt. Ich warte jetzt eigentlich drauf, dass ich das Geld, was ich gerade spare, vermehrt. Dadurch, dass ich halt wieder neues Geld Ende des Monats dazu packen kann, wenn ich was über habe und so. Und dann spare ich nämlich jetzt gerade auf einen neuen auf einen Hochstuhl, aber ein Hochstuhl mit Brett vorne, also, und dann den will ich in Weiß holen, weil Frauchen Weiß sehr mag und weil oben alles weiß ist und ist halt so, findet sie halt toll. Und dann die Sitzpolsterung will ich extra noch kaufen, eine lilane, damit es halt schick aussieht und Frauchen sich freut. Und da wird es dann halt so ein, werde ich dann das holen und da werde ich dann auch ein Video machen, Unboxing weiß ich nicht, aber ein Hardware-Video, wenn ich es aufbaue wahrscheinlich oder so, ich weiß es noch nicht. Erstmal muss ich weiter sparen, dass ich es mir leisten kann, weil das Ding kostet um die 80, 90 Euro oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe, plus 30 Euro für diesen Bezug. Da ist gar kein Bezug mit drin. Wenn ich den mit Bezug kaufen würde, wäre er nochmal 30 Euro teurer und der Bezug ist halt so ein schlichter Bezug, so also nicht sagend und sieht auch ziemlich dünn aus. Und den Bezug, den ich dann dazu hole, der kostet im Prinzip genauso viel wie den, was man dazu kaufen kann, ist aber dicker und sieht cooler aus und ist abwaschbar. Also da ist irgendwie imprägniert oder keine Ahnung, ich habe da nicht durchgesehen. Ich fand es halt nur optisch schön. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Schlussstrich. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.